Post bekommen. Wo habe ich es jetzt hingelegt? Oh, dahin. So, apropos Post, es sind immer so Leute, die sagen immer Sachen, das ist Wahnsinn, ja? So haltlose Behauptungen, vollkommener Quatsch irgendwie. Zum Beispiel so Sachen wie, ja, der David, der Schwan, der ist ja verschwunden. Na gut, ich habe ihn jetzt gerade nicht gefunden, aber der ist natürlich Schwachsinn. Der ist hier und der ist auch gerne hier, aber gut, wenn ihr wollt, schicke ich ihn halt auch weiter. Ne? Meine Haare sind über Nacht explodiert, deswegen kann ich die jetzt nicht zeigen. Ich habe Post bekommen. Ja, auf Amazon. Versandhaus meines Vertrauens. Ich kenne auch leider kein anderes. Mal schauen, was da drin ist. Ich weiß es natürlich schon. Für euch ist eine kleine Überraschung. Da drin ist eine Neuerung. Eine Neuerung in der deutschen TV-Landschaft. Oder eine Änderung der Gegebenheiten. Da drin ist nämlich die vierte Staffel Stromberg. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, was hier passiert. Nämlich dieser Vertrieb vor Fernsehausstrahlung. Ich weiß nicht, warum man das macht. Ich habe das noch nicht herausgefunden. Natürlich einerseits, um die DVD-Zahlen, um die DVD-Verkaufszahlen zu steigern, was aber irgendwie Schwachsinn für die Fernsehausstrahlung ist. Weil, wenn es die jetzt gibt, ich gucke mir das jetzt an. Ich werde dann nicht mehr irgendwie jeden Abend, jeden Dienstag bei ProSieben da um 22:15 mich da vor den Fernseher sitzen und dann verpasse ich vielleicht auch noch die ersten 10 Minuten oder will eigentlich ins Kino und so. Ist natürlich viel, viel komfortabler, sich dann zu sagen, hey, super, ich kann es jetzt schon gucken und die anderen sehen es auch erst später und weiß nicht. Also ProSieben wird damit keinen Gefallen getan. Aber die ersten beiden Folgen hatten ja so einen guten Start wie noch nie, glaube ich, bei Stromberg. Also, oder die komplette dritte Staffel wurde damit übertrumpft, weiß ich nicht. Läuft ganz gut. Mal schauen, wie es am Dienstag ist, weil jetzt ist die DVD draußen. Ich freue mich sehr. 2 Stunden Bonusmaterial, finde ich super. Ja. Stromberg Live, das Fan-Event mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen, Making-of-Outtakes, komplette Folge Der kleine Mann. Achso, ja, das finde ich immer dreist, wenn angepriesen wird, irgendwie jetzt hier Specials und dann die erste Folge der anderen Serie. Und, achso, und auch noch eine komplette Folge Pastewka. Gut, das finde ich gar nicht so schlecht, weil das schaue ich ja auch, obwohl das ist nicht die erste, glaube ich, von der vierten Staffel. Naja, Making-of und Outtakes sind schon mal super. Ich bin wieder in Frankfurt für exakt 28, 27, 26 Tage. Sucht euch was aus. Danach ziehe ich nach Potsdam. Ja, ich räume jetzt hier die nächsten Wochen mein Zimmer aus. Ziehe von einem 16 Quadratzentimeter Zimmer in ein 23 Quadratzentimeter Zimmer. Also weg von Muttern hinein ins WG-Leben. Weiß gar nicht, ob ich WG-fähig bin. Genau herausfinden. Ja. Den Monat verbringe ich hier, wie gesagt, mit meinem Zimmer ausräumen und Festivals in Österreich wieder. Ich freue mich sehr auf Österreich. In Frankfurt ein Festival. Klischees läuft. Und ich habe tatsächlich es wieder. Es ist ein super Phänomen. Jedes Mal, wenn ich ein Buch, Drehbuch geschrieben habe, dann dauert es so ein Dreivierteljahr, bis der Film produziert ist und geschnitten und so. Dann erste Fassung schreiben und Leute suchen und Team suchen und Geld suchen und Schauspieler suchen und Drehorte suchen und filmen und dann dauert es nochmal 2 Monate, bis der geschnitten ist und dann macht man noch eine kleine Postproduktion und dann ist der Film fertig. Und dann, wenn der Film fertig ist, steht man da und denkt so, jetzt kommen die ganzen Festivals, das ist ganz schön, aber werde ich je wieder eine Idee haben für irgendwas anderes? Und ich denke jedes Mal, nein, wirst du nicht, weil ich in dem Moment nicht weiß, woher diese Idee kommen soll. Und ich stehe irgendwann immer da und es macht tatsächlich Klick, so wie man sich es vorstellt. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich Glück habe oder ob das normal ist bei Leuten, die das als Beruf machen. Ob Damon Lindelof auch sagt, zack, so muss 607 aussehen. Ha! Oder ob das bei denen so lange Recherchearbeit ist, weil bei mir ist es das nie. Ich stehe irgendwann da und sage, ja, so, klar, das muss es sein. Und da habe ich jetzt eine erste Fassung von einem neuen Buch geschrieben. Alles ist in Ordnung, ist der Arbeitstitel.
Ja, und ich hoffe, das produziere ich dann irgendwie im, oder kriege ich produziert im Februar, März. Und dann habe ich wieder einen Film und kann nächstes Jahr wieder auf Festivals gehen. Und es geht immer weiter und ich hoffe irgendwie, dass ich dann gar nicht mehr auf eine Filmhochschule muss. Naja, ziemlich unrealistisch. Ja, gut. Gibt es sonst noch irgendwas? Habe ich irgendwas gesehen? Sam Mendes, Away We Go. Braucht man sich. Man braucht die Kinokarte nicht bezahlen, weil es ist so schade, weil der Film ist nett und dann vergisst du ihn aber nach 10 Minuten und dafür Geld auszugeben. Ja. Ansonsten war ich irgendwie selten im Kino. Pandorum habe ich mir noch angehört. Ich war das erste Mal seit Jahren allein im Kino. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Ich weiß, es gibt Leute, die machen das und das macht auch die machen das auch gerne und so. Und es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich mache das nur alleine, weil ich habe keine Lust, dass da mich Leute vollquatschen. Aber ich stehe dann auf und bin mit diesem Film so alleine und das finde ich irgendwie ganz traurig. Oder vielleicht aber auch, weil ich immer irgendwie das Glück hatte, dass Leute mit mir ins Kino gegangen sind. Und ich war alleine in Pandorum, weil ich ja, weil Christian Alvar ja so ein kleines Vorbild von mir ist, also mit 24 irgendwie seinen ersten großen Kinofilm und jetzt rüber und macht irgendwie, was er will. War nett gemacht. Bisschen schlecht geschrieben irgendwie. Der Nebel habe ich gesehen. Letztes Wochenende. Eine Stephen King Double Feature mit Der Nebel und Shining mit Kais zusammen. War schön. Der Nebel ist gut und Shining ist unglaublich. Ich habe jetzt zum ersten Mal die Version mit Jack Nicholson gesehen. Ich habe immer früher gedacht, ich hätte ihn schon mal gesehen, habe ich aber gar nicht. Respekt. Ja gut, dann quatsche ich euch mal nicht weiter voll, sondern macht dann mal lieber wieder was, wenn ich wirklich was zu erzählen habe, ne? Tschüss.